Der Lockdown im Burgenland wird also nicht verlängert. Wie kommt das bei den Menschen dort an? Unser Landesstudio hat sich in Neusiedl am See und in Parndorf umgehört. Noch sind die Straßen in Neusiedl am See und im Outlet-Center in Parndorf wie ausgestorben. Und das nicht nur wegen des schlechten Wetters. Kommende Woche könnte aber schon deutlich mehr los sein, vor allem für die Burgenländerinnen und Burgenländer, die ab Montag unter anderem wieder shoppen dürfen. Für mich ist es ganz gut, damit die Wirtschaft wieder aktiviert wird und vor allen Dingen, dass die Schulen wieder geöffnet werden, weil das für die Kinder eine große Katastrophe war, immer zu Hause zu bleiben. Ich bin froh darüber. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass es so sein wird, aber Gott sei Dank. Die Leute sind schon sensibilisiert und jeder trägt eine Maske, zumindest hier im Burgenland. Ich sehe fast keinen Menschen ohne Maske. Ja. Also ich glaube, das kann man schon wagen. Es gibt aber auch Stimmen, die das Lockdown-Ende kommende Woche hinterfragen. Also vom Einkaufen her freue ich mich schon davon, weil es halt dann wieder mehr Möglichkeiten gibt. Aber es ist halt die Frage, ob das dann auch wirklich hilft in der ganzen Situation. Das geht nur radikal mal 3-4 Wochen zu machen, dann geht es in Ordnung. Dieses Halb, ja, wird nie funktionieren. Wenn sich die Menschen dann auch halten, dann ist gut. Wenn sie sich nicht halten, ist schlecht. Grundsätzlich positiv stehen die heute Befragten dem Testen gegenüber. Die Bereitschaft der Bevölkerung, vor allem auch in der Modellregion Neusiedl am See und Parndorf, scheint gegeben zu sein. Also ich gehe schon regelmäßig testen. Ich nehme es sowieso an. Ja, ich habe auch die Selbsttests zu Hause und führe die jedes Mal durch. Ich bin zweimal geimpft und ich lasse mich jeden Tag, jede Woche noch einmal testen. Ich werde immer mit testen lassen. So gut, solange es geht, bis das angeklärt ist. Ich nehme dieses Angebot natürlich an, weil ich das sehr vernünftig halte. Weil je öfter getestet wird, desto besser ist es für mich und desto sicherer fühle ich mich. Fakt ist aber auch, dass bei steigenden Infektionszahlen alles wieder rückgängig gemacht werden könnte. Die Devise lautet also weiterhin durchhalten.